Ja, hallo liebe Leute, ich bin der Swobo und ich begrüße euch hier heute aus dem Münsterland. Ich freue mich, dass ihr mich auf meiner Tour hier heute begleitet. Was ich genau vorhabe, dazu gleich mehr nach dem Intro. In meinem letzten Video habe ich euch ja mein neues Zelt vorgestellt, das Black Deer Archaeos 2. Und das will ich heute mal ausprobieren. Es ist jetzt Freitagnachmittag, 17 Uhr, habe mir meinen Fahrradanhänger gepackt. Zu dem gibt es demnächst auch noch mal ein eigenes Video, den habe ich ja noch nicht so lange. Und dachte mir, machst du mal so einen kleinen Overnighter-Tour mit Übernachtung und Zelt und fahre jetzt hier Richtung Westen, Richtung niederländische Grenze. Das wäre, wenn ich es heute schaffe, so um die 60 Kilometer. Schaue ich mal, ne? Wenn es schöne Ecken gibt zum Pausen machen, dann will ich es auch gerne nutzen. Und ich bin mal gespannt, was ich so heute noch erlebe und was ich euch dann hier präsentieren darf. Also wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt nicht so viel sabbeln, weiterfahren. Ja, mittlerweile knapp 8 Kilometer gefahren, 92 Höhenmeter, gerade 5% Steigung. Und wer sich fragt, warum ist der Junge mit dem E-Bike so aus der Puste? Ich fahre ohne Unterstützung. Ich fahre auch ganz bewusst ohne Unterstützung, weil ich einmal mal sehen möchte, wie sich das jetzt anfühlt hier mit dem Fahrradanhänger. Der ist ja auch ziemlich vollgepackt. Und dann hier die Steigungen im Münsterland sind ja wohl mal so kleine Bodenwellen, jetzt hier 5%. Sind ja keine richtigen Berge, dauert nie lange, bis man oben ist. Von daher geht das auch. Puh. Und ich möchte mir den Akku halt sparen, solange wie das geht. Und den will ich nur dann einsetzen, wenn ich nicht mehr kann oder wenn die Steigung zu heftig wird. Ja. Und für mich zum Testen hier heute auch ganz interessant, solche Passagen hier durch den Wald. Um einfach mal zu hören, auch wie es hinten klappert oder ob der Hänger springt, wie gut er jetzt wirklich auf der Fahrbahn liegt. Hier geht es richtig runter. Da schaue ich mal, wann ich zur zweiten Bremse greifen muss. Ja, aber geht. Ist nur mit dem Vorderrad runtergebremst. Also so sehr schiebt der Anhänger jetzt auch nicht. Mittlerweile Kilometer 13 und ich bin jetzt hier unterwegs in Willerbeck. Da vorne läuft ja schon mein Abendbrot. Idylle pur vor der eigenen Haustür. Tippitoppi.
Ich bin ja nicht vom Fach, ne? Aber bei dem trockenen Wetter sieht die Wiese auch so aus, als ob die Rindviecher da jetzt auf Diät gesetzt werden. Aber richtig viel zu grasen ist da noch nicht mehr, oder? Guck mal hier, das sieht doch auch vielversprechend aus jetzt hier. Schon 2 Stunden unterwegs, mittlerweile 18.30 Uhr. Gekühlte Getränke. Blumen zum selber pflücken. Das Schöne ist, wenn man langsam fährt, man sieht viel mehr am Straßenrand. Ich fahre ja mal gerade so 10, 12 km/h hier ohne Motorunterstützung. Ist auch herrlich, ne? Dieser Blühstreifen hier. Das war jetzt ja gerade ein paar Kilometer auf der Radbahn Münsterland. Jetzt hier linksseitig lasse ich die Stadt Coesfeld liegen und fahre jetzt daran vorbei Richtung Stadtlohn. Und das ist für mich jetzt hier sozusagen ein Abenteuer. Ich begebe mich hier auf Neuland. Ich glaube, hier war ich seit zig Jahren nicht mehr, mit dem Rad schon gar nicht. Und da bin ich mal ganz gespannt, was ich da so erlebe hier in fremden Gefilden direkt vor der eigenen Haustür. Das sieht doch interessant aus. Ich glaube, das schaue ich mir mal vom Nahen an hier. Die große Kreuzwegkapelle ist im Jahre 1659. Aha. Ja, interessant, ne? Kaum 5 Kilometer auf fremdem Terrain, dann direkt so eine schöne Kapelle hier. Hab ich gar nicht gewusst. Gegenüber direkt ein Biergarten. Fände ich jetzt auch ganz interessant. Mitte Juli, Freitagabend. Bürgersteig ist hochgeklappt. Machst du nix. Ja, man findet doch immer wieder Schilder, die man noch nicht gesehen hat, ne? Guck mal hier, Sehenswürdigkeiten, Places of Interest. Und ich bin auf der Deutschlandroute 3 auf dem Europaradweg 1 unterwegs. Und ich wohne ja direkt am Europaradweg 1 hier. Also da steht unser Haus. Hätte ich einfach nur den Schildern R1 folgen müssen, wäre ich auch hier angekommen. Bin ich ja vielleicht sogar, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, mittlerweile ist es 19:45 Uhr, bin jetzt gut 3 Stunden unterwegs hier und habe gut 30 Kilometer geschafft, also 10 Kilometer die Stunde. Richtig Pause gemacht habe ich ja eigentlich gar nicht. Mal ein bisschen Drohne fliegen, ein bisschen gucken. Aber ja, ohne elektrische Unterstützung ist das halt nicht schneller. Und habe mir gerade schon gedacht, bei den meisten E-Bikes, ich habe ja das Cento 11 Plus von KTM, sind die ersten 4, 5 Gänge wahrscheinlich neuwertig, bei mir wahrscheinlich auch noch. Bin ja eigentlich sehr häufig mit elektrischer Unterstützung gefahren. Und heute kommen diese ersten 4, 5 Gänge mal richtig zur Geltung. Viel höher schalte ich nämlich heute nicht. Nun ja, jedenfalls gleich schon, wie gesagt, 20 Uhr. Und ich schaue mich so ein bisschen um,
dass ich einen Unterstand finde, ein bisschen was, wo ich sitzen kann, eine Bank, wo ich mir ein bisschen was zu essen machen kann. Einer an. Das kommt doch jetzt wie gerufen hier. Das sieht doch total vielversprechend aus. Tippitoppi. Ja, ich habe sie heute mal drauf ankommen lassen und habe jetzt vorher extra nicht geguckt, wo irgendwas ist, dass ich nicht irgendwie so den Drang habe, irgendwo schnell hinkommen zu müssen. Und wenn du wissen willst, wer für den Erhalt der Natur verantwortlich ist, schau in den Kasten. Ja, das ist auch super. Das ist ja mal auch tippitoppi. Ja, und ich würde mal sagen, hier mache ich mir mal ein bisschen Abendessen. Es gibt was Warmes. Und ich freue mich jetzt auch total auf das warme Abendessen hier. Und zwar Maultaschen in Zwiebelsuppe. Die Maultaschen machen wir erstmal ein bisschen kleiner. Ja, und hier sieht man ganz gut jetzt die traditionell schwäbischen Maultaschen, eine Packung, ist der Topf schon voll. Ne? Ich habe ja das kleine Kochsystem von Trangia. Und da passt da nicht so viel rein. Zwiebelsuppe. Ja, guten Appetit. Ja, es hat jetzt gut getan hier. Stündchen Pause, lecker Maultaschen aus dem Trangia, tippitoppi. Und jetzt haben wir es gleich 21 Uhr. Irgendwann wird es ja auch mal dunkel. Und ich muss mal gucken, dass ich irgendwo eine Gelegenheit finde, wo ich mein Zelt aufbauen kann. Ja, liebe Leute, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das sind Erdbeeren, aber die wachsen ja richtig hoch, so Straucherdbeeren. Muss ich 51 Jahre alt werden, um zu merken, dass es auch Erdbeeren gibt, wo man sich nicht immer bücken muss zum Pflücken. Ja, liebe Leute, so langsam wird es auch richtig dunkel. Es ist gleich 22 Uhr und ich habe mir jetzt hier so ein Maisfeld, ein paar Bäume stehen hier im Wald, das ist nicht direkt so eine ebene Fläche hier gefunden. Und da werde ich jetzt mal ein Zelt aufbauen. Alle, die mein Zeltaufbauvideo gesehen haben, ich verlinke euch das mal hier oben in der Infobox. Da habe ich ja erwähnt, dass es für dieses Black Deer Zelt hier von der Firma halt kein Ground Sheet gibt. Darum habe ich mir so ein einfaches jetzt hier bei Amazon besorgt. Verlinke ich euch unten natürlich auch in der Videobeschreibung. Habe ich auch zum ersten Mal ausgepackt. Mal schauen.
Das mache ich jetzt da drunter und da fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer, dass der Zeltboden nicht gleich drunter leidet hier bei dem unebenen Untergrund. Kann ja doch mal ein bisschen hier noch ein Stück Holz sein. Kostet gut 10 Euro hier die Unterlage. Ich habe das Zelt bis jetzt ja nur einmal aufgebaut, als ich es ausgepackt habe. Und das war vor meinem Sommerurlaub. Aber da habe ich auch schon keine Anleitung gebraucht. Ich denke, dann wird das hier heute jetzt auch ohne gehen. So, mit dem grauen Sheet da unten drunter, was ich mir besorgt habe, das scheint doch genau zu passen. Es wird ja nicht regnen hier heute Nacht, von daher werde ich mir hier jetzt auch nicht mit Hering irgendwas abspannen, um noch einen Stauraum zu kriegen hier vorne. Ich freue mich jetzt jedenfalls auf den ersten Overnighter, die erste Übernachtung in meinem neuen Zelt. Ja, auch mit dem Licht ein bisschen von oben komme, dass ich jetzt nicht so gruselig aussehe. Also, dann sage ich mal gute Nacht, bis morgen. Es ist ja gleich schon 6 Uhr morgens und auf den Naturcampingplätzen soll man ja spät kommen und früh gehen. Darum packe ich auch schon wieder ein. Und ich wollte noch eben zeigen hier, womit ich hier heute Nacht übernachtet habe. Ich habe das gestern Abend schon mal gefilmt, aber ich glaube, da war es schon zu dunkel, da kann man das nicht so gut sehen. Und zwar habe ich mir diese Luftmatratze hier ausgeliehen vom lieben Peter vom Kanal Black Max. Die ist von der Firma Amok. Und da habe ich auch wirklich tippidoppi drauf geschlafen. Es ist extra nicht so ganz stramm aufgepumpt, weil ich bin Seitenschläfer, dass der Rücken sich da gut anpassen kann. Aber das war wunderbar. Ich habe wirklich 1A geschlafen. Dann mein Down-Schlafsack hier von Takino. Und mein Reisekopfkissen hier auch Daune von Thermarest. Kann man das super komprimieren für den Transport. Ganz feine Sache. Und was auch ganz fein ist hier vom Zelt, ich wusste beim Vorstellungsvideo ja nicht, wofür das kleine Netz hier noch sein soll. Das kann man halt oben einhängen. Und da lade ich gerade noch meine Akkus, mein Handy und das Funkmikrofon. Ja, wie gesagt, ich packe das Ganze jetzt hier ein. Aber bevor ich das vergesse, ich wurde auch gefragt beim Vorstellungsvideo, wie die Innenmaße vom Zelt sind. Ich habe das jetzt gerade ganz aktuell einmal abgemessen. Die Breite ist 1,26 Meter. Und die Länge sind 2,12 Meter. Dadurch, dass ich jetzt ein Zelt habe, was nicht mehr mit Hering abgespannt werden muss, ist es auch einfacher, das morgens auszumisten, um den ganzen Waldboden da wieder rauszubekommen. Ich habe mich jetzt erstmal so ein bisschen orientiert, wo ich überhaupt heute Nacht hier gelandet war und bin jetzt auf der Suche. Ich halte Ausschau nach einem Bäcker. Kaufe ich mir erstmal lecker belegtes Brötchen und einen Kaffee. Ist mir auch noch nie passiert auf meinen Touren mit Übernachtung, dass ich mein Kaffeefilterset vergessen habe. Beziehungsweise ich habe es noch im Wanderrucksack aus dem Sauerland. Ich bin letzte Woche erst zurückgekommen aus dem Sauerland. Gibt es auch noch eine verfilmte Wandertour. Ich denke mal, in ein, zwei Wochen gibt es die dann hier bei YouTube. Jedenfalls,
kein Kaffee. Das ist schon mal nichts Gutes für mich hier am Morgen. Wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ist jetzt 7:15. Aber hier am Frisches Center in Hochmoor. Ja. Da gibt es noch nichts. Muss ich wohl noch weiter radeln. Bin jetzt ja mittlerweile 50 Kilometer geradelt. Also nicht heute Morgen insgesamt. Akku ist noch voll. Und auch diese Herausforderung hier meister ich noch ohne Unterstützung. Guck mal, da hinten die Kirche. Hier in Fehlen, das sieht doch nach Ortsmitte aus. Da gibt es doch bestimmt einen Bäcker. Ja, da habe ich doch richtig gelegen. In der Nähe von der Kirche gibt es doch immer einen Bäcker. Und hier in Fehlen gibt es in der Nähe von der Kirche auch noch das Schloss Fehlen. Ja, und das Schloss Fehlen wird heutzutage als Seminarhaus genutzt. Das ist natürlich jetzt eine kleine Herausforderung hier mit dem Anhänger. Aber das geht ganz gut. Ja, die Wettervorhersage sagt 0% Regenwahrscheinlichkeit. Der Himmel klagt gleich auf und es wird sonnig, aber es fängt an zu regnen. So ist das, ne, mit Vorhersagen. Es sind zwar nur ein paar Tropfen, die jetzt hier vom Himmel kommen, aber ich nutze die Zeit jetzt mal, solange da was runterkommt und esse mein zweites Brötchen und trinke meinen Kaffee noch zu Ende. Da hinten wird der Himmel ja auch schon wieder blau. Ramsdorf. Und hier in Ramsdorf scheint auch wieder die Sonne. Ja, ich habe mir jetzt gerade so überlegt, ist ja noch früh, ist Samstag, ich habe Zeit. Ich fahre jetzt nicht direkt nach Hause, sondern fahre jetzt hier weiter über die Dörfer oder größeren Orte auch im westlichen Münsterland. Ich war hier ja noch nie mit dem Fahrrad unterwegs und darum fahre ich das mal Münsterland mal ganz zu Ende sozusagen und auch rüber ein kleines Stückchen in die Niederlande. Ist ja gar nicht mehr weit von hier und schaue mir das Ganze mal an. Weseke. Ja, hinten jetzt nochmal die schöne Kirche hier auch. Finde ich auch mal wieder sehenswert. Ich gucke mir gerne Kirchen an. Auch mal von innen, aber heute mal nur von außen. Und hier geht es jetzt weiter Richtung niederländische Grenze. Bis jetzt waren es auch alles Radwege heute. Das ist die erste Straße jetzt außerhalb einer Ortschaft, an der es keinen Radweg gibt. Früher hätte man gesagt, da hat jemand seinen Müll an die Straße gestellt. Und heute ist das hier nette Dekoration. Öding oder Oding, ist ja westfälisches Dehnungs-E. Ich komme ja auch aus Coesfeld, aus dem Kreis Coesfeld, nicht aus Zülsfeld. Müsste eigentlich Oding heißen dann.
Kilometer 73,5. Herzlich willkommen in den Niederlanden. Und direkt ab Meter 1 in den Niederlanden vernünftiger Radweg hier. Und wir sind jetzt in der Provinz Gelderland. Ja, der Hund war zum Glück gut erzogen. Der hätte auch auf die Straße laufen können. Habe aber keine Angst gehabt. Ich kann ja auch lauter schreien, als der bellen kann. Jedenfalls ist das wunderschön, hier durch dieses Waldstück hier zu fahren. Als ich jetzt die Hauptstraße verlassen habe und hier wieder abgebogen habe, zurück Richtung deutsche Grenze, weil ich keinen riesengroßen Abstecher in die Niederlande jetzt hier machen möchte. Hauptsächlich ja, wie gesagt, westliches Münsterland. Und fahre dann gleich rüber Richtung Stadtloh. Ist ja wieder tippitoppi hier, ne? So, auf sowas stehe ich ja. Die Landwirte in den Niederlanden streiken ja momentan gegen die Düngeverordnung, die EU-Düngeverordnung. Aber hier am Hof gibt es auch so einen kleinen Hofladen. Und da habe ich ein Eisschild gesehen. Da muss ich doch mal direkt hier gucken. Ja, da bin ich mal gespannt jetzt hier. Ne? Ich sehe schon einen Kühlschrank. Ich habe auch das Selbstbedienungsschild gesehen. Muss mal eben gucken. Ich wurde gescannt. Also, da ist eine Kamera, dass man überwacht wird, ist ja auch okay. Ich überwache das Ganze ja auch hier. Muss mal schauen. Ach, guck mal hier. Da gibt es Eis. Und da hole ich mir mal. Guck mal, hier könnte man auch digital bezahlen. Man muss den QR-Code scannen. Aber ich zahle lieber bar. Ja, lass es mir schmecken hier, ne? Kleines erfrischendes Eis nach dem Frühstück. So, und das war die Grenze. Herzlich willkommen in Deutschland. Im Kreis Borken. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich fahre jetzt hier 25 km/h und bin gerade hier von ihm hier überholt worden. Mit seinem Board. Tippitoppi. Ich bin jetzt hier gleich am Flughafen Stadtloh-Frieden und dort gibt es die Möglichkeit, angeblich
mein Bike laden zu können. Ich sage angeblich, weil ich ja meine Erfahrungen hier habe mit sogenannten frei zugänglichen Steckdosen, die dann doch oft keine Spannung haben. Aber ich bin mal gespannt, ne? Jetzt nicht hier schon meckern, bevor ich es ausprobiert habe. Ja, da habe ich Glück gehabt. Diese Akkurat-Tankstelle gibt es tatsächlich. Ist auch Spannung auf den Steckdosen. Ich lade mein Rad. Wieso muss ich mein Rad laden? Ich bin ja die ganze Zeit doch ohne Unterstützung gefahren. Ja, das stimmt. Ich habe die ab und zu mal bei so Brücken kurz in Eco-Modus angemacht. Es hat nicht viel Energie gebraucht, aber ich möchte jetzt auch mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich mit Unterstützung auf Stufe Tour fahre. Ich bin jetzt knapp 88 Kilometer so gefahren. Und damit ich das vernünftig sozusagen rausfinden kann, wie weit ich da komme, mit dem Anhänger hinten dran, lade ich den Akku jetzt noch mal wieder richtig voll. Kann ja nicht so lange dauern. Ganz interessant, ne? Kann man während des Fahrradlädens noch ein bisschen Planespotting machen hier. Ich habe jetzt eine halbe Stunde geladen, das muss reichen, der Akku ist jetzt fast voll. Das Rad zeigt mir an dem Tourmodus 90 Kilometer Reichweite und die Strecke, die ich geplant habe, sind noch 50 Kilometer bis nach Hause. Ist manchmal auch ganz interessant, was das Bosch Intuvia mir so anzeigt. Ich hatte gerade ja bei 50 Kilometer Strecke noch 90 Kilometer Reichweite. Bin jetzt die ganze Zeit in Tourunterstützung gefahren hier in Stadtlohn und habe jetzt 98 Kilometer Reichweite, obwohl ich schon 6 Kilometer gefahren bin. Ja, das passt sich ja an, je nachdem, wie viel Energie da verbraucht wird. Aber dass das jetzt zwingend immer mehr wird mit dem Hänger hinten dran, hätte ich jetzt erstmal nicht gedacht. Es dürfte die Berkel hier sein. Kenne ich nur als ganz kleinen Bach in Billerbeck. Das ist auch die Berkelquelle. Das habe ich gar nicht gewusst, ne? Dass es mal so ein richtiges Flüsschen wird hier. Ja, mittlerweile Kilometer 100 hier entlang am Maisfeld, irgendwo bei Lechten. Und ich schau mal. Guck mal, ich habe wieder 91 Kilometer Reichweite. Und ich bin jetzt schon 15 im Tourmodus gefahren. Das ist ja klasse. Da hätte ich ja gar nicht gestern ohne Unterstützung fahren brauchen. Wird ja immer besser. Das fühlt sich natürlich mit Unterstützung gleich ganz anders an. Ich habe ganz andere Geschwindigkeiten hier. Ich merke auch, ich fahre ständig über der Unterstützung. Ich fahre praktisch dann bis zu 27 hoch, dann geht die Unterstützung weg. Wir fahren dann E30 wieder ohne Unterstützung. Aber so, um auf Schwung zu kommen, ist ja schon hilfreich. Ich habe hier nochmal die Gelegenheit, ein kleines Päuschen zu machen. Und hier machen wir noch ein bisschen was Warmes zum Essen. Ganz was Tolles. Das ist ja mal eine interessante Sitzhöhe hier auf diesem Schützenplatz hier oder vom Schützenverein gebauter Platz, wie ich gerade gelesen habe. Ja, es gibt die gute Yam-Yam-Hühnersuppe. Ich finde die ja total lecker, hier so 5-Minuten-Terrinen oder
diese Asiasuppen, yummy, yummy. Alle Geschmacksrichtungen sind da was für mich. Fällt mir manchmal gar nicht so einfach, bei so einer Pause dann das Ende zu finden und auch wieder weiterzufahren. Ich brauche mal so einen Moment, auch um in Gang zu kommen. Was, ihr kennt ja das auch, wenn man was gegessen hat und ein bisschen gesessen hat, dann braucht es immer so einen Moment. Beim Wandern sowieso, aber auch beim Radfahren mit Unterstützung. Erstmal wieder hier in die Gänge kommen. Ja, mein Fahrrad sagt, es war jetzt 8 Stunden in Bewegung bisher, 130 Kilometer. Das heißt, ich habe meinen Schnitt jetzt mit der elektrischen Unterstützung noch deutlich nach oben gezogen. Gestern habe ich ja so 10 Kilometer die Stunde geschafft. Allerdings war es nicht die Zeit in Bewegung, sondern wirklich die Gesamtzeit. Also die Zeit in Bewegung, da werde ich wohl ein bisschen schneller gewesen sein. Jedenfalls muss ich mal eben schauen, eben die Infotaste drücken, was ich noch an Restreichweite habe jetzt. 45 Kilometer, 40 bin ich jetzt gerade, vorhin waren es 90, das kommt ja ungefähr hin, ne? Die erste Schätzung vom Rad mit den 90 Kilometern voller Akku, im Tourmodus mit Anhänger. Das ist okay, will mich gar nicht beschweren, ne? Da hätte ich jetzt gedacht, dass ich deutlich mehr Energie verbrauche, aber ich habe das ja gestern auch schon gemerkt, als ich ohne Unterstützung gefahren bin, dass ich gar nicht so viel Kraft jetzt brauche. Gut, ich bin schnell gefahren, aber es war gut zu fahren. Ne? Von daher, tja, ist der Anhänger wohl doch nicht die schlechteste Anschaffung gewesen. Video zum Anhänger mache ich extra eins. Darum jetzt auch keine Infos über Eigengewicht, Zuladung, Volumen und so weiter. Gibt es ein extra Video, das wird das nächste sein, denke ich mal. Und ja, fahre ich jetzt mal so langsam nach Hause. Das hier war bis vor einem Jahr noch so ein Schotterweg. Und das ist mir heute auch aufgefallen, dass viele von den Wegen, die ich gefahren bin, auch die kleineren, noch relativ frisch asphaltiert waren. Dass da ganz schön was passiert ist in den letzten Jahren. Ich bin jetzt keine richtige Schlaglochstrecke gefahren.
Im Video sieht das wahrscheinlich immer so aus, als ob ich einfach so über die Straße fahre. Aber ich halte ja die Kamera nach vorne und gucke natürlich selber schon zur Seite und nach hinten, ob ein Auto kommt. Also von daher sieht das immer nur ein bisschen vielleicht dramatischer aus, als es ist. Ne? Nicht, falls meine Mutter sich hier Sorgen macht, wie ich fahre. Alles in Ordnung. Na gut, dass ich mein Fahrrad nicht vor der Tour geputzt habe. Das wäre jetzt spätestens vergebens. Ja, liebe Leute, das war es jetzt eigentlich schon wieder hier heute mit meiner Tour hier im westlichen Münsterland. Ich fasse das Ganze mal so ein bisschen zusammen. Ich bin noch so ein bisschen euphorisch, bin so richtig im Radfahrmodus. Ich würde es auch gerne einfach weiterfahren, ne? Noch eine Nacht irgendwo übernachten. Aber wir haben uns heute Abend verabredet und meiner Frau versprochen, ich komme nach Hause und gehe damit zum Weinfest nach Nordtulln. Ist bestimmt auch ganz nett, auch was Schönes. Aber die nächste Tour muss ich unbedingt mindestens 2 Übernachtungen machen am Wochenende. Ja, jedenfalls das Ganze mal heute zusammengefasst. Ziel der ganzen Geschichte war ja, dass ich zum einen mein neues Zelt mal jetzt wirklich teste unterwegs. Das hat seinen Zweck absolut erfüllt. Ich habe da super drin geschlafen. Hat es auch irgendwie nicht gestunken, hatte ich mir jetzt noch Gedanken gemacht. Ich hatte es jetzt ja nur einmal aufgebaut und dann direkt wieder eingepackt. Und so neue Kunststoffe können ja auch mal so ein bisschen müffeln, wenn sie aus der Fabrik kommen. Aber war alles tippitoppi. War auch ordentlich Platz drin. Das bin ich ja gar nicht gewohnt, so eine geräumige Unterkunft zu haben. Mein altes Zelt ist ja doch nur halb so breit und von daher schon ein ordentlicher Gewinn für mich. Also das Ding kann ich wirklich empfehlen. Super Sache. Das Groundsheet, was ich mir besorgt habe zum Drunterlegen, war, glaube ich, auch eine gute Idee. Ich habe es ja ohne nicht ausprobiert, aber gerade auch so Waldboden. Da liegen ja mal ein paar Äste und so eine Zeltfolie. Die Bodenplane ist da auch nicht dicker als der Rest von dem Zelt. Und von daher wollte ich ja nicht direkt beim ersten Mal nachher schon ein Loch drin haben. Und das Ding kostet gut 10 Euro, diese Plane, war auch sehr klein zusammenzufalten. Also auch tippitoppi. Das ist so viel zu Übernachtung. Dann die Tour ja auch zum Testen von meinem Fahrradanhänger. Was sind insgesamt 140 Kilometer, 8,5 Stunden in Bewegung. Waren gut 16er Schnitt, sagt mir jetzt Intuvia vom Fahrrad jetzt. Also jedenfalls die Zeit in Bewegung. Das kommt mir so jetzt da nicht drauf an. Was für mich auch interessant war wirklich, kann man den Fahrradanhänger ziehen, ohne dass man den Motor anhat. Das ging super. Den Fahrradanhänger, wie gesagt, stelle ich euch nochmal gesondert vor. Ich habe den schon gemerkt, aber ich das vergleiche, wenn ich das gleiche Gepäck jetzt auf dem Gepäckträger habe, dann hätte ich jetzt 2 Fahrradtaschen mitgehabt, bei dem, was ich dabei hatte, mit Zelt und allem und noch den Packsack obendrauf. Und das hat dann auch Nachteile. Da muss ich zwar den Anhänger hinterherziehen, aber ich habe einen ziemlich hohen Schwerpunkt. Das ist ein anderes Fahrverhalten. Wenn man das Rad abstellen will, muss man mal gucken, dass es nicht umkippt. Dass man halt die Last da vernünftig mittig verteilt hat und so weiter. Und das fällt ja hier völlig flach, ne? Guck mal, ich habe jetzt ja nur vorne die Lenkertasche dran und den Anhänger hinten dran. Von daher, von den Fahreigenschaften bin ich schon mal begeistert. Habe auch nichts klappern gehört, auch kein Hüpfen jetzt bei unsauberem Untergrund. Ich habe das ja auch mal die Kamera dran gehalten, mal gespannt, was ich da gefilmt habe vom Anhänger. Da sieht man da nicht unbedingt, wenn ich nach vorne gucke beim Fahren und nach hinten unten filme. Ja, hier muss ich mich mal eben selbst unterbrechen. Ich habe gerade nämlich noch was Wichtiges vergessen. Nämlich, was ist jetzt dabei rausgekommen, dass ich einen Tag ohne Akku gefahren bin und einen Tag mit Akku. Also gestern ja die 50 Kilometer ohne, habe ich ja gerade schon erwähnt, ging alles ganz gut so. Und heute dann ja mit Unterstützung. Und wenn ich jetzt gucke, der Durchschnitt, habe ich ja gerade gesagt, 16, irgendwas. Wenn ich Touren unternommen habe mit einem Tourenrad, mit Gepäck, ohne E-Bike, habe ich auch 15 bis 17er Schnitt. Das ist so normal für mich. Sportlicher bin ich nicht, aber da bin ich auch ganz gut mit zufrieden. Da schaffe ich auch über 100 Kilometer am Tag. Und die Frage stellt sich jetzt ja doch dem einen oder anderen, mir ja auch, macht das eigentlich Sinn, das so zu machen? Mit dem E-Bike zu fahren, Anhänger hinten dran und den Motor auszumachen. Macht es dann nicht Sinn, direkt ein Tourenrad zu nehmen? Das ist 10 Kilo leichter. Oder gut 10 Kilo leichter. Und die muss ich dann ja auch nicht in Bewegung halten, die 10 Kilo. Kann ich so jetzt nicht noch gar nicht mal beantworten. Ich weiß jetzt, ich habe für die 50 Kilometer den halben Akku leer gefahren.
Und im Tourmodus schaffe ich sonst ja, 120, 110, 120 Kilometer. Also auch nicht deutlich mehr ohne Anhänger. Mag vielleicht auch an meinem eigentlichen Eigengewicht liegen. Ich wiege ja selbst auch schon 90 Kilo und darum fällt der Unterschied für mich jetzt nicht so groß aus, ob ich jetzt das E-Bike ohne Motor fahre. Das E-Bike wiegt 27 Kilo, glaube ich, mit eingelegtem Akku oder 29. Und mein normales Tourenrad, das weiß ich, wiegt 18 Kilo, also 10 Kilo weniger. Und das macht für mich jetzt nicht den großen Unterschied. Wenn jetzt jemand selbst nur 70 Kilo wiegt, das ist natürlich vielleicht schon mehr ein Unterschied, der merkt das deutlicher. Ich, weil ich so ein kleines Bummelchen bin, merkt das dann nicht so. Von daher kann ich das gar nicht abschließend beantworten, ob das jetzt sinnvoll ist, das so zu machen. Ich werde mir jetzt nicht ans normale Tourenrad auch eine Anhängerkupplung bauen, um das auszuprobieren. Ich werde das hier mit dem hier machen. Ich bin ganz gut mit dem Rad an sich zufrieden. Ich sitze da super drauf, ist alles super eingestellt. Und mein normales Tourenrad habe ich eher für kürzere Strecken jetzt eingestellt. Und von daher werde ich das weiter mit diesem Rad machen. Aber ich kann jetzt nicht abschließend für andere beantworten, sozusagen, ob sowas Sinn macht. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Und jetzt wieder zurück zum eigentlichen Schlusswort. Wieder zu Hause. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, mich hier zu begleiten, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht hat und wer nächste Woche dann auch das Anhängervideo nicht verpassen will, abonniert am besten den Kanal. Und ich habe auch noch meinen Live-Kanal. Den gibt es auch noch. Der hat ja ein bisschen abrupt, habe ich da die Sommerpause eingeläutet. Und ich denke mal, so in den Wintermonaten von Oktober bis März werde ich da auch wieder aktiv sein. Ob es wieder wöchentlich sein wird, weiß ich noch nicht. Ich denke, alle zwei Wochen ist, glaube ich, auch ganz gut. Dann werdet ihr mir nicht überdrüssig. Heißt das so? Also werde ich euch nicht zu viel. Das wollte ich damit sagen. Also ihr werdet mir nicht zu viel. Ich möchte euch aber auch nicht zu viel werden. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Svobo.